Es ist ein Samstagmorgen, als es bei Frank Appel in Karlsruhe klingelt. Eine junge Frau steht vor der Tür. Auf einmal lenkt die Dame das Gespräch auf das Thema Strom- und Gaspreise, bietet Frank Appel einen Tarifvergleich an. Es gäbe günstige Konditionen. Er vertraut ihr, nennt seine Zählernummer und unterschreibt mehrere Dokumente, angeblich den Auftrag für den Tarifvergleich. Ich habe die Dokumente nicht so richtig gesehen. Sie hat sie mir so hingehalten, dass das Deckblatt alles immer ein bisschen verdeckt war und man nicht so genau sehen konnte. Die Unterlagen nimmt die junge Frau mit. Eine Durchschrift bekommt er nicht. Zwei Wochen später bekommt Frank Appel überraschende Post. Einen Energieliefervertrag mit der Firma Primastrom. Laufzeit 24 Monate. Damit hatte ich natürlich nicht gerechnet. Ich hatte ja mit einem Angebot gerechnet, vielleicht mit mehreren Anbietern. Das Wort Primastrom ist überhaupt nicht gefallen. Und auch nicht, dass ich jetzt einen Stromvertrag unterschreiben werde. Bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg häufen sich die Beschwerden über genau diese Masche. Wir haben täglich, und das seit 3 Monaten, Verbraucherbeschwerden und Verbraucheranfragen zu dem Thema Verträge von Primastrom. Und die Verbraucher sind ziemlich in Aufruhr, weil sie zum Teil gar nicht wissen, wie sie zu den Verträgen gekommen sind. Und erst ja, so mit einer gewissen Überlegungszeit realisieren die Leute, dass sie hier einer üblen Masche aufgesessen sind, die zurzeit wirklich alles sprengt, was wir kennen. Ähnlich ging es auch Marc Rothermel, Informatik- und Mathematikstudent. Und auch bei ihm klingelt es eines Tages. Auch hier, erzählt uns Marc Rothermel, ging es wenig später um einen angeblichen Strom- und Gasvergleich. Marc Rothermel macht sogar noch Fotos der Schriftstücke. Unterschreibt aber alles. Und dann bekommt auch er Post von Primastrom. Was mich halt vor allem dann aufgeregt hatte, war dieses Willkommen bei Primastrom und die Kundennummer. Weil offensichtlich war ich ja dann schon irgendwie Kunde bei denen, ne? Wir bekommen Kontakt zu weiteren Verbrauchern, denen es genauso ergangen ist. Das war gar nicht klar, dass ich Primastrom Stromvertrag unterschreibe. Das ist eine Täuschung. Schamlose Abzocke und das während Corona. Das sind äußerst unseriöse Methoden. Der Student widerruft den Vertrag mit Primastrom, erklärt dem Unternehmen, dass der Vertreter vor Ort ihn getäuscht habe und es immer nur um ein Angebot gegangen sei. Primastrom schreibt ihm, alle für den gewählten Tarif wesentlichen Informationen wurden ihnen mitgeteilt und sie erklärten sich mit der Bereitstellung des Stromtarifes der Primastrom einverstanden. Mit ihrer Unterschrift kam der Vertrag zustande. Unterschrieben hat Marc Rothermel auch auf diesem Beiblatt eine Empfangsbestätigung der AGB und Widerrufsbelehrung. Verbraucherschützer Matthias Bauer hält das Vorgehen für unfair. Primastrom macht sich das Schreiben natürlich zunutze, konfrontiert damit die Verbraucher und sagt, was wollt ihr denn? Ihr habt doch hier alles unterschrieben, es war doch alles korrekt. Wir bestehen auf den Vertrag und Vertragserfüllung. Jetzt wollen wir aber mal mit der Primastrom über ihre Kundenakquise reden. Auf unsere telefonischen und schriftlichen Bitten um ein Interview oder eine Stellungnahme reagiert das Unternehmen nicht. Unsere Reporterin in Berlin geht direkt zur Firmenzentrale. An den Klingelschildern keine Namen. Wir versuchen es auf gut Glück. Doch auch hier kommen wir nicht weiter als bis an die Pforte. Immerhin können wir unsere Kontaktdaten hinterlassen. Immerhin, Frank Appel ist seinen Energievertrag mit Primastrom wieder losgeworden. Genau wie Marc Rothermel. Hauptsächlich bin ich hartnäckig geblieben, habe mich nicht einschüchtern lassen. Ich habe der Verbraucherzentrale Bescheid gegeben, ich habe eine Verbraucherbeschwerde an Primastrom geschickt. Aus dem Schaden haben beide gelernt. An der Haustüre wollen sie nichts mehr unterschreiben.